Werbung. Ja, hallöchen, heutiger Podcast Wellnessanlage Waisenhaus plus Verabschiedung. So, jetzt machen wir einfach weiter, weil ich finde das einfach unendlich schade. Ich habe das auch an der Rezeption gesagt. Ich habe auch die paar Dinge völlig wertschätzend gesagt, die einfach nicht in Ordnung waren. Und bleib bis zum Schluss dran und dann hörst du, was der Mitarbeiter dort mir gesagt hat. Es ist einfach unglaublich, ja. Definitiv unglaublich. Aber naja, so ist das einfach. Ich kenne das schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn die Direktion keine Kontrolle einführt, wenn die Direktion ihre Mitarbeiter nicht regelmäßig vorwärts und rückwärts schult, ja, die armen Mitarbeiter, die können teilweise auch nichts dafür. Die werden einfach nur reingeschmissen und die funktionieren einfach nur. Einige haben wirklich den Servicegedanke in sich, die haben die Eigenmotorik in sich und manche, naja, da ist einfach nichts vorhanden, ja. Weil die Direktion sich einfach nicht damit beschäftigt. Und das ist bei vielen Hoteliers so. Die hocken lieber im Büro, spitzen ihren Bleistift und gucken, wo können sie einsparen. Ja, wo können sie einsparen? Wie können sie noch mehr Geld verlangen? Ja, also Preise nach oben, Service nach unten. Das ist seit Corona ein ganz großer Trend. Ich habe dann auch mit meinem Mitarbeiter gesprochen und gesagt, ey, ist ja teilweise völlig Panne, was ihr hier macht, ja. Ja, wir finden kein Personal mehr. Sag ich, ey, weißt du was, ich kann das überhaupt nicht mehr hören. Wir finden kein Personal mehr. Es gibt so viele großartige Menschen da draußen. Ja, Personalmangel, wir finden keine Mitarbeiter. Ja, wunderbar, aber das ist doch nicht mein Problem. Dann tue ich doch die Mitarbeiter, die da sind, entsprechend schulen. Ich mache die entsprechend schlau, dass sie richtig fit sind. Und dass das ganz einfach funktioniert. Verstehst du? So, also, dann gehe ich in die Wellnessanlage, da bin ich erst fast reingesiegelt, ja, weil da gibt es plötzlich einfach eine Stufe, ja. Ich frage mich echt, wie viele Menschen sind da schon hingerotzt, ja. Wie kann man da eine Stufe einbauen? Wieso macht man da nicht ein Geländer, ja? Weil du guckst rein, du siehst, wow, schön und zack, schon geht es eine Stufe runter, ja. Gott sei Dank bin ich noch so jung, dass ich das auffangen konnte. Und dann wollte ich hochgehen, da gibt es einen wunderschönen Anbau oben, übrigens sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja, da muss eine steile Treppe hoch. Und dann frage ich dann einen Mitarbeiter, der sagt, ey, aber behindertenfreundlich ist das Ganze hier nicht gerade, wenn jemand einen Rollstuhl hat. Ja, das hat der alten Bausubstanz geschuldet und da, wo er vorher gearbeitet hat, ja, da war es auch nicht besser. Ah, da habe ich gedacht, ey Junge, das interessiert mich doch nicht, wo du vorher gearbeitet hast und dass es auch nicht besser ist. Ich finde es jetzt einfach nur ein bisschen doof, weil ich habe zurzeit gerade ein bisschen knietechnische Probleme, dass ich da hochhumpeln muss und das fand ich dann einfach nicht so lustig. Also hoch geht, aber runter ist dann ein bisschen schwieriger. Aber das ist für Behinderte ist da gar nichts vorgesehen. Ja? Also das finde ich auch völlig ignorantisch. Ja? Zumal auch ganz, ganz viele ältere Menschen da waren. Ja? Wer kann sich schon was leisten? Wer kann sich schon eine Nacht leisten mit 430 Euro aufwärts? Ja? Na gut, das zu der Wellness-Geschichte. Dann ist der dritte Tag vorbei, mein Bett hat sich gar nichts getan. Ich habe dann von der Wellnessanlage ein Badetuch mitgenommen, das habe ich auf den Boden geschmissen in meiner Dusche. Das war bis zum letzten Tag, lag das noch da. Also das Zimmermädchen hat nicht für nötig erachtet, das zu entfernen. Kann ich leider auch nicht verstehen, warum macht man das? Ja, warum macht man das? Warum tut man die Sache nicht entfernen? Mein Schlafanzug war nach wie vor wieder zusammengeknuddelt, einfach draufgeknallt. Dann habe ich diese komischen farbigen Kissen, die auf dem Bett lagen, die habe ich weggetan, weil ich mag solche Kissen nicht bei mir auf dem Bett haben. Jeden Morgen waren sie wieder da. Und es gibt auch keinen Aufdeckservice. Auch das verstehe ich nicht. Weil ich kenne viele, viele 5-Sterne-Hotels und da gibt es immer einen Aufdeckservice abends. Ja, das heißt, dein Bett wird vorbereitet, es kommt ein Tuch auf den Boden. Das finde ich einfach nur wunderschön. Es ist ein Betthupferl da. Gibt es da alles nicht im Waisenhaus? Keine Ahnung, wieso. Kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Ja, also, spooky. Nochmal, die Anlage schön, die Parkanlage wunderschön, der Seminarraum sensationell, also wirklich so geil da, ja. Auch alles wunderschön, Frühstück finde ich auch klasse, auch die Mitarbeiter da, es funktioniert alles, ja. So, und jetzt, heute bin ich hier abgereist, also auch wieder der Fahrer mich abgeholt, sehr höflich, Auto vorgefahren, Koffer umgepackt und da. So, jetzt gehe ich rein und sage, ja, ich würde gerne zahlen. Also, Krameri, Ernst, ja. Dann zeigt ihr mir das kurz. Sag, ja, stimmt, alles okay. Sag ich, muss ich unterschreiben? Nee. Okay, und dann ist alles okay? Dann, nee. Was ist?
sage ich, ja, ich würde gerne noch mich beschweren. Wer ist dafür zuständig? Ich. Ich, okay. Und da geht es doch schon wieder los. Warum, fragt man nicht, als Mitarbeiter an der Reception, war alles in Ordnung, Herr Kramer? Ich war's zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Werden Sie uns weiterempfehlen? Ja, aktiv. Nö, der hat nicht gefragt, ja. Der hat einfach nicht gefragt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Folgendes, schreiben Sie es bitte auf, ja. Schreiben Sie es bitte auf, ja. Warum? Weil das sonst höchstwahrscheinlich wieder vergisst. Dann habe ich das erzählt mit dem Bett, ja. Und glaubst du, da kam eine Entschuldigung? Glaubst du, da kam, Herr Kramer, das tut mir sehr, sehr leid. Das ist natürlich völlig Panne. Das darf natürlich in so einem Hotel nicht passieren. Ich klemme mich dahinter, ja. Ich schaue nach und Sie hören von uns. Was dürfen wir für Sie machen? Weil ich habe mir noch gesagt, ich habe so schlecht geschlafen. Ich musste starke Schmerztabletten nehmen. Und das ist kein Witz, ja. Weil ich einfach so Schmerzen hatte durch diese, ja, du weißt ja schon, durch diese durchgelegenen Betten hier. So. Weißt du, er hätte gesagt, oh Herr Kramer, das tut mir sehr, sehr leid, dass Sie schlecht geschlafen haben, dass Sie Schmerzen haben. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Wissen Sie was, ich hole kurz den Supervisor, ich spreche kurz mit der Direktion, was wir da machen können. Verstehst du, wenigstens ein bisschen Verständnis, wenigstens so ein kleines Entgegenkommen. Das hatte ich auch schon in anderen Hotels. Und weißt du, was dann passiert ist? Ja, kein Problem, Herr Kramer, ist es in Ordnung für Sie, wir schenken Ihnen eine Nacht. Oder ist es in Ordnung für Sie, die Konsumation geht auf unser Haus, ja? Oder ist das in Ordnung für Sie? Sie bekommen beim nächsten Aufwand halt 10% oder 20%. Ey, da gibt's gar nichts. Gar nichts. Keines, tut mir leid. Nichts. Ich sage, geben Sie es weiter. Ja. Ich sage, schreiben Sie jetzt bitte auf. Dann habe ich gesehen, wie er mit Widerwillen irgendwas hingekritzelt hat. Und ich wette, da wird nichts kommen. Ja. Gar nichts. Und dann meinte er, ja, nächstes Jahr, wie schaut es da aus? Habe ich gesagt, ich komme gerne wieder, aber ich wünsche mir von der Direktion eine Bestätigung, wenn ich nächstes Jahr zur Mastermind komme, Waisenhaus-Mastermind von Professor Dr. Oliver Port, dass ich eine anständige Matratze habe oder ein Brett im Bett. Das wünsche ich mir, dann komme ich gerne wieder. Ansonsten werde ich einfach woanders schlafen. Ja, das, ja, ich gebe es dann weiter. Sag ich, was ist jetzt mit meiner Rechnung? Ja, die mail ich Ihnen zu. Ah, okay. Also warum kann man nicht von Anfang an sagen, Herr Kramer, hätten Sie gerne die Rechnung jetzt ausgedruckt oder können wir sie Ihnen auch zumailen? Das ist auch da kein Nada. Nada, nada, nada. Und dann kenne ich es von anderen 5-Sterne-Hotels, dass man eine wunderschöne Heimfahrt wünscht, alles Gute, dass man sich wieder freut und dass man wenigstens eine Flasche Wasser bekommt oder einen Apfel oder irgendwas Kleines so aus dem Haus. Danke für Ihren Aufenthalt. Hier noch wunderschönes Gebäck aus unserer Patisserie. So irgendeine kleine Aufmerksamkeit. Weißt du, da hätte es was gegeben, gar nichts. Dann komme ich raus, denke, das kann doch nicht wahr sein. Meine Autoscheibe ist von der Herfahrt voll mit zusammengeklatschten Fliegen. Warum kann man nicht den Service einbauen und die Scheibe putzen? Warum kann man den Kunden nicht fragen bei Anreise, ist es in Ordnung für Sie, wenn man die Scheiben putzt? Und wer das nicht möchte, weil er sagt, nee, meine Karre ist heilig, hier darf keiner meine Karre anpfoten, dann ist es doch okay. Aber einfach gar nicht. Jetzt habe ich so eine versiefte Dreckscheibe gehabt. Ja. Jetzt muss ich als erstes zur Tankstelle fahren und die Fliegen runterrubbeln. Ja. Verstehe ich nicht. Und das bei 450 Euro pro Nacht, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Kann es nicht nachvollziehen. So. Ja, das zu dem Thema. Deswegen schau du genau hin, ob du jetzt Mitarbeiter bist oder Angestellter. Ach, Mitarbeiter oder Angestellter, das ist ja super geil. Ja. Ich bin ein bisschen müde, weil ich natürlich schlecht gepennt habe die ganzen Nächte. Schau du bitte als Mitarbeiter oder auch als Chef, dass bei dir die Dinge entsprechend funktionieren. Weil wenn du keine Kunden hast, hast du einfach ein Problem. Ich habe dann auch gefragt, und haben sie volle Aussicht? Nee, dieses Jahr nicht. Ja, ist sie eigentlich normal, oder? Mach doch deine Kunden zu Fans. Mach sie richtig zu Fans, aber doch nicht auf so eine Art und Weise. Also meine Lieben, ich werde berichten, ob Waisenhaus Resort mir eine Antwort gibt von der Direktion. Das muss selbstverständlich aus meinem Motto, ey, I'm so sorry. Das kann nicht sein, ob sie irgendwas gut will machen, zur Gutwill zeigen, ja. Oder ob sie, ja, so wie jetzt der junge Mann da nicht einmal ist, tut mir leid, kein Entgegenkommen, gar nichts. Ist einfach scheißegal. Alter, zahl die Kohle, blöder Kunde, verpiss dich. Und naja, wenn du willst, kannst du ja wieder kommen. Ja, wir sind ja eh ziemlich ausgebucht. Ja,
Service Vista Deutschland. Unglaublich. Und bitte an alle Hotels, die das schauen, holt euch das Buch. Holt euch das Buch Service Vista Hotels. Ihr bekommt gerne eine persönliche Widmung von mir. Ja? Und dann schaut ihr mal, da gehe ich mal richtig ins Eingemachte. Da siehst du jede einzelne Station in einem Hotel, wo ich durchgehe. Jede einzelne Station. Und du wirst wesentlich mehr Profit machen in deinem Laden. Du wirst wesentlich mehr Erfolg haben. Aber du musst dich einfach mit den Dingen befassen. Mach's, gib dir die Chance. Alles Liebe und teil diesen Podcast, dass in die Welt hinausgeht, dass ganz, ganz viele Leute davon profitieren. Tschüss, bye bye, dein Ernst.